Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time Report. Ja, wir gehen aus der Mine raus. Ich hoffe, dass wir ein wunderschönes Relikt vielleicht zusammenbasteln können. Wir waren ja da gerade sehr fleißig in der Mine. Und ja, das werde ich dann einfach mal in Auftrag geben. Und dann möchte ich euch noch die Vorzüge unserer neuen Montagestation zeigen, die wir uns ja vor 2 Folgen endlich mal geholt haben. Und ja. Einen schönen Abschiedstag haben. Naja, nicht Abschiedstag, sondern halt Ende vom Tag haben. Ist ja schon wieder fast 10. Kann man fast schlafen gehen. Ich möchte mal wissen, wir wohnen eigentlich hier in so einem Hinterhaus. Albert. Albert hat irgendwie voll das seltsame Haus, nur mal so. Voll das Hinterkammer, keine Ahnung, voll komisch. Und ich habe dann noch für einen Gast, habe ich noch so ein strukturelle Dimensionen. Hi, Gas. Ich habe was, damit rechnest du nicht. So, wer ist jetzt vorne? Gast oder Albert? Hier ist ein Struktur. Der denkt, der ist vorne. Letztes Mal war ja Albert noch vorne. Dann müsste jetzt halt eigentlich. Naja, ich denke immer noch, dass Albert vorne ist, ja. Aber fast gleich auf. So, er rennt sofort nach Ginger. Hallo, Ginger. Hey. I love to make things with. Oh ja, freut mich auch für dich, Ginger. Ich denke, Ginger zu heiraten ist so ungefähr das Schwerste, was geht. Vor allem, weil man halt so sich jetzt erstmal mit Gas gut stellen muss, weil der ihn sonst haut. Und ja, also ich denke nicht, dass es mit Ginger so einfach ist. So, dann sortieren wir mal alles. Also die Waschmaschine stellen wir auf. Das Zeugs kann man da rein tun. Okay, dann haben wir kein neues Relikt, weil wir halt eben nichts hier hatten jetzt halt mehr. Können wir mal vorsichtshalber schauen, falls wir doch was haben. Nein. Schade. Was haben wir denn da jetzt eigentlich alles? Morgen ist unser Chili-Pfeffer fertig. Ich bin so stolz auf unsere kleine Gärtnerecke hier. Hier könnten wir noch ganz viele kleine Pflanzentöpfe eigentlich machen, so davor noch eine Reihe. Weiß ich allerdings nicht, ob die hinpassen. Wir machen einfach mal welche. Wenn nicht, stellen wir es halt da davor. Oder warte, wir können es einfach ausprobieren und einfach mal so ein kleines Dings hier nehmen. Können wir den nehmen mit F? Sagen, boah, ich möchte den lieber hier vorne haben. Passen hin? Ja. Gut, wie viel passen hin? Wir haben 3 Stück. Vor jedem passen 2. Also brauchen wir 6 Pflanzenkästen. Aber dafür brauchen wir, glaube ich, Dünger. So. Oder brauchen wir Dünger dafür? Aber ich denke, wir brauchen das halt fürs Kochen bestimmt mal. Schauen wir mal. Eine kleine Pflanzenkiste. Ja, wir brauchen ein bisschen Kacke. Haben wir nicht. Mist. So, und jetzt hat unsere coole Montagestation. Zwar können wir hier einfach sagen, boah, ich hätte heute mal voll gern, einfach weil ich Bock drauf habe, hätte ich heute gern einfach mal einen, eine industrielle Nähmaschine. Und dann kann man hier bauen klicken und dann baut das. Aber ich hätte jetzt keine industrielle Schneidemaschine, sondern ich hätte eigentlich gerne einen elektrischen Hochofen. So einfach hier so bauen. Okay, Holzkohle fehlt, industrielle Kern fehlt. Ansonsten würde es einen jetzt bauen. Finde ich cool. So. Müsst ihr aufgefüllt werden? Eigentlich nicht. Die habe ich heute. Also sie reichen jetzt, wenn man sie einmal am Tag auffüllt. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Ich überlege gerade so ein paar Apfelringe zu snacken, dass wir noch schnell Kacke einsammeln können. Da hier gerade welche fertig sind. Und die kriegen ja 10%. So, jetzt haben wir wieder 51 Energie. Jetzt können wir uns auf der Suche nach Kacke machen. Hätte ich nämlich echt gerne noch ein bisschen. Also, dass wir so Pflanzenkästen bauen können. Für keine anderen Gründe. Insgesamt können wir hier mal so die ganzen Kräuter einsammeln. Da sind immer Raupen manchmal dran. Außerdem können wir daraus Tee machen. Tee ist auch cool. Daraus können wir dann nämlich die anderen Dinger machen. Dinger ist auch gut gesagt. Wie heißen die? Diese Wundheilsalben ist nämlich echt praktisch, weil die ja gleich 300 heilen und nicht wie alles andere irgendwie nur so 100 oder so. Also, die sind echt effektiv.
So ein bisschen Schlangenbeeren, die brauchen wir für unseren Obstsalat. Und Raupen hängen da auch ganz viel dran. Richtig lecker, ein paar Schlangenbeeren mit Raupen. Ist ein bisschen widerlich. So. Da ist ja keine Kacke mehr, das ist nur so Holz und so ein Zeug. So vielleicht hin und wieder meine Schlangenbeere oder Kräuter. Drei Kräuter, drei Schlangenbeeren. So. Schauen wir mal zum McDonald's hoch. Da sind auch noch ein paar Tiere. Kann man auch ein bisschen Kacke abgreifen. Um sich seine fucking Pflanzenkästen zu bauen, weil ich Kacke nirgends kaufen kann. Ich weiß gar nicht, wenn ich Tiere hätte, ob die Kacke produzieren würden. Also ich weiß, dass man zum Beispiel Milch und so dann einsammeln kann. Oh, da ist viel. Zwei, Das sah jetzt gerade voll viel aus, aber es sind nur zwei. Ein Kürbissamen, da freut sich der Ack wieder. Hast du den gefunden? Verrate ich nicht. Nee. So. Oh, die Schafe sehen so ein bisschen aus wie Steine. Sieht ein bisschen süß aus. Ah, Steine sind halt nicht süß, aber ja. Ist egal. Ich laber schon wieder Scheiße. Thema Scheiße, wir haben nochmal zwei Stück. Bisschen was bräuchten wir noch. Ich möchte hier nicht irgendwie ein bisschen mehr Kacke produzieren. Ist ja voll praktisch. Naja. Warum brauche ich die auch, um Pflanzenkästen zu bauen? Reicht da nicht einfach Erde? Ich finde es sehr widerlich, dass wir einfach Kacke als Erde haben. Okay, das ist wahrscheinlich so ungefähr normal, aber ich finde das halt nicht so cool. Oh, Sternis, Mond, Weizen. Aber Emily gehören viele Felder. Wir heiraten hier die reichste Bauerin. Da gehören uns dann viele Länder rein. So, ein bisschen Kräuter. So. Dann können wir gleich ein bisschen Tee eigentlich in Auftrag geben, nachdem wir hier Dünger aus Kacke produziert haben. Produzieren wir jetzt wieder Kräutertee. Auch ganz schön hier. Viel Spaß. So. Können wir jetzt ein paar Pflanzenkästchen herstellen. Kleine Pflanzen. Drei nur. Machen wir trotzdem mal. Besser ist keiner. Fangen wir mal von hinten an. Vielleicht stellen wir auch nicht alles voll, weil es zu vollgestellt aussieht. Obwohl es hier eigentlich um praktische Gründe gibt und nicht um Aussehen. Möchtest du vielleicht noch diesen einen Pflanzenkasten hinstellen? Ack freut sich dann morgen noch über den Kürbissamen. So. Cool, was wollte ich machen? Die Waschmaschine aufstellen. Und eigentlich noch Holzbretter mal wieder in Auftrag geben, weil ich da glaube ich, dass wir keine haben. Holzbretter, ja, 40 nur noch. Okay, nur noch ist gut, aber mach mal. Mal 10. So. Dann gehen wir mal rein und stellen unsere wunderschöne Waschmaschine drin auf. Es sind jetzt gerade so eher organisatorische Sachen, aber. Muss man sich ja auch irgendwie drum kümmern. Komm, wir stellen. Da hinten noch eine Waschmaschine. Wir haben ganz viel Wäsche, haben wir. Wir sind nicht süchtig nach Waschmaschinen. Wir haben einfach nur ganz viel Wäsche. So. Sieht man da eigentlich auch, was so Ack auswählt oder so? Ne. War ein Gesundheitspunkt und hier, das können wir noch steigern. Müssten wir mal zu einem anderen Heini geben. Ack half dabei, zwei Dünger in kleinen Pflanzenkasten zu geben. Cool. Der macht sich hier halt nützlich. Okay, dann schauen wir noch. Unsere Decke. Ich habe mir noch nie unsere Decke angeschaut. Sieht auch cool aus irgendwie. Unsere Handwerkerlizenz. Vor wie vielen Folgen haben wir die bekommen? Hier, Layla. Ah, oh, wir haben nur Werkstattrang A, nicht mal S. Was? Das können wir uns aber hier nirgends anschauen. Hier können wir uns nur die Freundschaft anschauen. Ich wollte jetzt mal schauen, ob uns jetzt die Freundschaft mit der Lucy was bringen, weil wir heute mit ihr hochgestiegen sind. Die hat sogar noch mal so ein Stückchen bekommen.
46 Kilo auf 1,60. Das heißt, sie ist schwerer als ich. Die hätten wir auch an die Wand hängen können, aber egal. Die Gesundheitspunkte kriegen wir von der. Boah, bin ich gerade erschrocken. So Bekannte kriegen wir ein paar Gesundheitspunkte. Das ist auch nicht so prickelnd. Ich glaube, Toadie ist so richtig unnütz, oder? Nee, da kriegt man seinen Laden ein bisschen Rabatt. Nora? Kriegt man von der irgendwas? Ja, wenn man bei ihr einkauft, okay. Von denen kriegt man nur mehr, wenn man mit denen spielt. Da ich gewinne halt eh nicht gegen den, deswegen ist das unnötig. Was ist bei denen eigentlich? Ein mysteriöses Geschenk, interessant. Ja. Min zu heiraten macht wahrscheinlich auch ein bisschen Sinn, aber ich möchte den nicht, das wäre komisch. Okay, dann gehe ich jetzt schlafen. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht bei My Time Report. Ja, bis dahin. Tschüss.